Ja, hallo zusammen und willkommen bei einer kleinen Short Reaction. Also, Frankreich hat heute im Viertelfinale ja gegen Deutschland gespielt. Und ja, die meisten von euch Tischtennis-Interessierten wissen ja das Ergebnis. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich habe gerade nur mal kurz reingeschaut, ob die Aufnahme bei YouTube schon zur Verfügung steht. Und ja, sie ist da. Und das bedeutet, heute Abend gibt es einen Livestream. Und zwar von dem Spiel Frankreich gegen Deutschland. Kommt dann gerne mit rein. Aber was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte, ist, dass auch professionelle Tischtennisspieler, wenn der Gegner zu viel Glück hat, schon mal gerne, ja, würde man sagen, die Emotionen auch mal rauslassen müssen, ne? Also, wir sehen jetzt so einen kleinen Ausschnitt von Deutschland gegen Frankreich, wo Bene Duda im ersten Einzel gegen Alexis Lebrun spielt. Und wir gucken uns jetzt mal die nächsten paar Bälle an. Und könnt ihr auch gerne selber mal in die Kommentare schreiben, wie ihr in solchen Spielsituationen reagieren würdet. Ja? Also natürlich kann man das mit einer Weltmeisterschaft nicht vergleichen, gerade wenn es um die nächste Runde geht, um Medaillen, ja. Ja, also ich fühle da komplett mit dem Benne. Wie gesagt, schaut es euch jetzt selber an. Da war das erste Netz. Da war das zweite Netz und ein bisschen Kante und schaut euch das an. Krass. Aber ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, kann doch jeder verstehen. Ey, Viertelfinale, Weltmeister, Teamweltmeisterschaft und dann ersten Netzroller gegen sich, ja. Und dann noch Netz und scheinbar sehr, sehr unglücklich irgendwie abgesprungen. Also ich finde, da kann man auf jeden Fall mal quer durch die Halle auch seine Emotionen preisgeben, während 10 Kameras auf einen gerichtet ist. Das finde ich eigentlich macht einen auch als Topspieler einfach nur sympathisch, dass man mal seine Emotionen frei rauslässt und nicht immer nur die Hand abklatscht, so wie es bei anderen Teams ist. Ja. Und wie gesagt, heute Abend, dann Uhrzeit werde ich bei Instagram noch rausgeben, wann wir uns das gemeinsam anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr reinkommt. Und ja, ich finde einfach gemeinsames Schauen macht dann einfach dann auch dann mit dem Chat einfach ein bisschen mehr Spaß. Darum werde ich das dann auch heute Abend erst mit euch gemeinsam schauen. Freue mich schon drauf. Der Link für den Twitch-Kanal ist unten in der Box. Und ja, waren auf jeden Fall sehr, sehr spannend von dem, was ich gelesen habe, von den Ergebnissen her. Also bis heute Abend.